Impf dich frei. Ja. Impf dich frei. Schiller. Pass auf, hier. Gib der Strom. Ich gebe dir Strom. Ja, er hat jetzt eine gute Aufgabe. Er muss mal gucken, dass nicht wieder ein Kabelreißer kommt. Ne? Ja, das, wir machen darum das hier. Machen wir bei dir am Auto. Ja. Wir machen das. Es gibt ja ein paar Spielverderber, ne? Ja. So, durchziehen und fertig machen. Ja. Seid extra in den Druckmann aus, Parkplatz gefahren, kommt da raus. Oh, scheiße, keiner da, ne? Ey, was für Wörter. Was ist hier los? Das ist in der Nähe einer Dame. Das kann doch nicht wahr sein. Dame? Wo? Ja, das hast du mir mal platzen lassen hier, du. Meine Güte. Weißt du? Hey, grüß dich. Was ist da heute Abend? Ja, da war ich. Hey! Hallo. Ich habe eben gesagt, der eine hat so einen bösen Puck gelassen, aber da liegt im Beisein einer Dame. Da hast du, wo ist die Dame? Die kannst du mich denn so platzen lassen? Hallo. Romas. Hallo. Die greifen Deutsche an. Aber dir steht die Friedenstaube sehr gut. Dankeschön. Ich habe gesagt, heute ist mal die ganzen Detektive. Da ist immer gegen Licht ist. Ja, genau. Ja, ich fühle mich bei dir wohl. Freiheit. Ja. Viele von euch fragen sich, was wir erreicht haben oder ob wir überhaupt irgendwas erreicht haben. Wir wissen nicht, ob die Regierung während Corona noch näher an den chinesischen Kurs gerückt wäre, wenn nicht bundesweit massiver Protest auf den Straßen gewesen wäre. Haufenweise Politiker rudern aktuell zurück und relativieren. Unsere Forderung muss sein, dass der Corona-Faschismus, anders kann ich das leider selbst nicht bezeichnen, rechtlich aufgearbeitet werden muss. Das auch, um die politischen Täter zu schützen. Wir wissen nämlich heute nicht, wie zum Beispiel jemand reagiert, der sein Unternehmen durch rechtswidrige Corona-Maßnahmen verloren hat und bemerkt, dass dies rechtlich folgenlos bleibt. Auch in Niedersachsen sind diese Täter alle noch im Amt und das darf so nicht bleiben. Gleichzeitig werden allerdings neue Gefahren heraufbeschworen, die nur ein Ziel haben. Der verbliebene Mittelstand, zu dem ich mich persönlich und viele andere hier auch zähle, soll enteignet werden und wirtschaftlich von der Regierung abhängig gemacht. Wir merken das in vielen Bereichen. Energie ist so teuer, dass der Mittelstand aufgibt oder abwandert. Viele von euch haben am 8.10. den Unternehmer Axel Turk mit seiner Aluminiumfabrik gehört, der ab dem nächsten Jahr 1 Million Euro mehr an Energiekosten aufbringen muss. Und das bei einem Jahresumsatz von 6 Millionen Euro. Christian Lindner hat am 8.11.22 angekündigt, digitales Bargeld einzuführen. Das, liebe Freunde, dürfen wir niemals zulassen. Stirbt das Bargeld, dann stirbt auch das letzte bisschen Freiheit, das wir uns bewahrt haben. Deswegen sollte bei jeder Demonstration Bargelderhalt eine der zentralen Forderungen sein. Es ist nicht vorbei. Corona war aus meiner Sicht nur ein Test, wie weit man mit einer verängstigten Bevölkerung, wie weit man es mit der treiben kann. Wie wir jetzt leider wissen, sehr weit. Wir möchten euch während der stationären Phasen heute die Möglichkeit geben, selbst zu berichten, wie es euch auf den Montagsspaziergängen während des letzten Jahres ergangen ist. Was meint ihr? Was haben wir erreicht oder was haben wir auch nicht erreicht? Damit fängt jetzt einmal der Martin an. Du musst das Mikro hier halten. Hallo Tess. Hallo Hannover. Und danke Daniel. Ja, wir uns einigt ja letztendlich alle ein Problem. Und zwar, wenn man einmal hinter die Kulissen der Macht geschaut hat und festgestellt hat, was dort vor sich geht,
dann weiß man, dass die Regierung und die Politik schon lange nicht mehr in unserem Interesse handelt. Und das Blöde dabei ist, wenn man einmal hinter die Kulissen der Macht geschaut hat und festgestellt hat, was da vor sich geht, dann kann man die Augen davor auch nicht mehr wieder verschließen. Man kann das Ganze ja nicht einfach wieder vergessen, was hier passiert ist. Und man kann auch nicht einfach wieder vergessen, wenn man weiß, was da vor sich geht. Und viele Menschen in diesem Land denken ja nach wie vor, dass hier einfach alles in Ordnung ist. Die Welt ist in Ordnung, es ist ein bisschen holprig, wir hatten so ein bisschen Pandemie, wir haben so ein bisschen Inflation, wir haben so ein bisschen Krieg, aber im Großen und Ganzen ist ja alles in Ordnung, weil die Politiker, die handeln ja in unserem Namen, die retten uns vor diesem ganzen Unheil. Und das ist ja auch das riesengroße Problem. Warum ist das denn so, dass die Mehrheit der Deutschen immer noch denkt, dass hier alles in Ordnung ist im Land? Das liegt natürlich daran, dass an der anderen Seite ganz hart daran gearbeitet wird, durch Propaganda, durch Lügen, durch Wiederholung, durch Zensur. Es wird ja mit allen Mitteln der Kunst versucht zu verhindern, dass wir die Wahrheit erfahren über die Machenschaften und über das, was hinter unserem Rücken mit uns gemacht wird. Und man muss sich ja noch nicht mal irgendwelche Verschwörungstheorien ausdenken. Es reicht ja, wenn man sich einfach anschaut, was hier passiert in diesem Land. Und wenn man sieht, dass diese ganzen Geschehnisse basieren auf bewussten Entscheidungen von Menschen, und zwar von Politikern, die wir angeblich gewählt haben. Und jetzt stellen wir uns ja alle seit einem Jahr, eigentlich seit mittlerweile 2,5 Jahren die Frage, wie können wir das denn ändern? Wie können wir denn die Gesellschaft zum Positiven wenden? Und wir haben mit den Demos sehr viel erreicht. Wir haben große Zeichen gesetzt. In Deutschland sind noch nie in der Geschichte so viele Menschen über so einen langen Zeitraum auf die Straße gegangen. Gegen ein großes Unrecht. Und das machen wir alle nicht, weil wir ein Freizeitproblem haben oder nichts Besseres zu tun haben in unserem Leben, sondern weil wir sehen, hier stimmt was nicht und wir wollen was dagegen tun. Und die einzige Möglichkeit, wie wir hier irgendwas verändern können, ist, dass wir als Gesellschaft gemeinsam dagegen aufstehen. Das setzt aber voraus, dass die Menschen überhaupt erstmal erfahren, was hier abgeht und dass eben nicht alles in Ordnung ist in diesem Land. Leider werden wir das durch reine Demonstrationen nicht erreichen und wie wir ja merken, so richtig viel mehr sind wir nicht geworden über diese Zeit, was natürlich daran liegt, dass die Propaganda auf der anderen Seite einfach noch zu gut funktioniert. Das heißt, wir müssen auch langsam mal kreativ werden und wir müssen andere Mittel und Wege finden, wie wir friedlich unsere Mitmenschen aufklären können in diesem Land. Und damit hat zum Beispiel der Michael Scheele vor einigen Wochen hier in Hannover begonnen, indem er fleißig eine ganze Woche lang eine Galerie aufstellt, eine Galerie der Aufklärung, wo Menschen von sich aus hingehen können und schauen können, was so passiert ist. Sie können sich's durchlesen, sie können darüber diskutieren. Wir haben plötzlich mal demokratischen, offenen Diskurs, den wir ja vorher nicht so wirklich hatten in diesem Land. Und wenn man als Demonstration vorbeizieht, dann denken sich viele auch, was wollen die eigentlich noch nach dieser Zeit? Ist doch alles wieder in Ordnung oder ist es alles immer noch in Ordnung? Das ist noch viel schlimmer. Und deswegen muss sich einfach auch jeder von euch angesprochen fühlen, sich mal die Frage zu stellen, wie kann ich weitere Menschen aufklären, wie kann ich meinen Mitmenschen zeigen, was hier wirklich los ist, sodass wir irgendwann mal mehr werden und gemeinsam aufstehen können gegen dieses Unrecht. Und wir persönlich werden nicht aufgeben, wir machen so lange weiter, bis dieser Wahnsinn ein Ende hat und mindestens so lange, bis die Verantwortlichen dafür, sprich in erster Linie Politik und Medien, die Verantwortlichen vor ein ordentliches Gericht kommen und zur Rechenschaft gezogen werden für diese mutmaßlichen Verbrechen, die in den letzten 2,5 Jahren hier passiert sind. Ja, das war jetzt kein großer Eindruck von dem letzten Jahr,
aber mein Eindruck ist, dass wir natürlich sehr viel geschafft haben. Deswegen machen wir natürlich auch grundsätzlich weiter, aber vielleicht müssen wir einfach mal drüber nachdenken, alternative Wege zu gehen. So, wer möchte noch etwas sagen zu seinem persönlichen Eindruck? Wir haben ja heute Geburtstagskinder unter uns. Anja, möchtest du mal das Geburtstagskind nach vorne holen und vielleicht ein Ständchen anstimmen? Katja! Katja! Und Jan! Katja und Jan! Wo ist Jan? Jan, Jan! Welcher Jan? Wo ist Jan? Jan ist nach hinten! Jan muss nach vorne! Ja, der Jan ist da! Okay, wunderbar! Also, wir haben hier fantastische Bannerträger, immer dabei, immer aktiv und den Jan kenne ich nicht, aber du bist bestimmt netter und hast es verdient. Okay, ich denke, wir singen mal Happy Birthday. Katja, bleib mal hier. Einmal Katja und dann noch dahinterher dran einmal. Jan ist übrigens einer der Initiativenleiter von den Studenten. Stehen auf hier in Hannover. Leute, auf die bin ich so stolz, weil das nämlich mal ein bisschen Jungvolk ist und nicht so diese alten Strategen wie ich über 60. Und ich sag denen das auch immer, wie geil ich das finde, wenn ich die Fahne und so irgendwo sehe. Also geile Nummer. Ich warte auf euer geiles Banner, das wir euch geklaut haben. Kommt wieder, ne? Okay, also einmal Katja mit Happy Birthday und einmal Jan mit Happy Birthday. Okay, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Katja. Happy Birthday to you. Und fürs Jungvolk. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Jan. Happy Birthday to you. Dankeschön. So, ab heute ist das die Partymeile. Wir werden nachher zur Abschlusskundgebung noch jeden, der möchte, zu Wort kommen lassen. Da wir uns jetzt aber im Zeitverzug befinden, schlage ich vor, wir starten erstmal den Aufzug. Wir brauchen noch Bannerträger.